Achtung, falls auch du von 1970 bis 2010 Teil der erlebnisorientierten Fußballszene in Deutschland warst, würden wir uns über besondere Spieltagsanekdoten freuen. Schicke uns dafür einfach eine anonyme ausführliche E-Mail mit dem Geschehenen. Wir werden diese im Anschluss umfangreich prüfen. Wir schreiben das Jahr 2005, in dem die Szene von Eintracht Frankfurt einen herben Zaunpfannenverlust einstecken muss. Doch fangen wir von vorne an. Die zur damaligen Zeit aufstrebende Gruppe Ultras Frankfurt bezieht zu ihren Anfangsjahren Mitglieder aus der gesamten Republik. So gibt es beispielsweise UF-Member aus Bayern, Berlin oder Nordrhein-Westfalen. Zur Fahnenkultur der Ultras Frankfurt gehörte damals auch das Erstellen von Sektionsfahnen unter dem Namen der UF. So hängen bei Heim- und Auswärtsspielen regelmäßig im Block der SGE Banner wie beispielsweise der Sektion Berlin oder der Sektion NRW. Als die Diva vom Main dann im Jahr 2005 auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern gastiert, soll es hochhergehen. Unbemerkt schaffen es einige Mitglieder der Ultragruppierung Generation Lucifer weit vor dem Spiel einzelne Frankfurter im Gästeblock ausfindig zu machen. Diese hängen bereits Stunden vor dem Anpfiff ihre Fahne an den äußeren Zaunbereich an. Wie Lauterer beobachten, handelt es sich dabei doch tatsächlich um die Sektion NRW-Zaunfahne der Ultras Frankfurt. In einem Moment der Unachtsamkeit schlagen die Jungs vom FCK zu und schaffen es, sich seitlich vom Gästeblock an den Zaun heranzuschleichen und im Anschluss den Lappen vom Gitter zu holen. Nun ist es passiert, die UF-Fahne in lauterer Hand, Frankfurt ist gebrochen. So kommt es noch am gleichen Abend zur Auflösung der Sektion. Aus internen Kreisen hört man teils deutliche Worte von Führungsmitgliedern der UF zum besagten Vorfall. Unter dem Strich hat die Sektion einfach versagt und schlussendlich mit dem gestrigen äußerst unglücklichen und bedauernswerten Verlust des Banners an die GL der Gruppe UF 97, die uns sehr am Herzen liegt, in hohem Maße Schaden zugefügt. Ob die Sektionsmitglieder im Anschluss noch Teil der Gruppe Ultras Frankfurt waren, ist nicht bekannt. Jedenfalls setzt Lautern erst gut 6 Jahre später zur Präsentation der Fahne an. Während des Spiels im Frankfurter Waldstadion wird die gezockte Fahne im Gästeblock von mehreren vermummten Personen in ihre Einzelstücke zerrissen und im Anschluss dem Feuertod übergeben. Auch dass Frankfurt zum gleichen Spiel noch einen Doppelhalter und 2 Schwenkfahnen der Heimseite zeigt, kann die schmerzhafte Präsentation der Ultras Frankfurt-Sektionsfahne nicht wettmachen. Auch in den Folgejahren sollte es noch das ein oder andere Scharmützel zwischen Frankfurt und Kaiserslautern geben, auf welche wir gerne in weiteren Videos eingehen. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.